So, hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den Zendure Hyper 2000. Ich habe das Ding jetzt seit 6 Tagen, einer Woche. Am 2. ist es gekommen, also 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ja, genau 7 Tage quasi im Einsatz. Und es ist noch nicht alles perfekt. Also, zunächst einmal die Sachen, die funktionieren und die mir sehr, sehr gut gefallen. Und was vielleicht ein bisschen verbessert wurde im Vergleich zum Hub 1200, den ich vorher hatte. Ich weiß nicht, wie es beim 2000er ist. Ich kann nur im Vergleich zum 1200er sprechen. Also, zunächst einmal die Reaktionszeit, dass er halt Strom ins Netz geben soll, hat sich deutlich verbessert. Das geht wesentlich schneller. Es ist nicht dieses langsame Auftakten. Beispiel. Ich habe jetzt kein Screenshot oder eine Aufnahme davon gemacht. Beispiel, Kaffee, Vollautomat. Wenn ich da sonst auf Start gedrückt habe, beim Hub 1200, ist die Tasse in 20, 30 Sekunden durchgelaufen und der Hub 1200 hat eigentlich gar nicht reagiert. Beim Hyper 2000 sieht das völlig anders aus. Er schafft es sogar in diesen, ich sage jetzt mal 30 bis 60 Sekunden, die nur bis zu 2000 Watt gebraucht werden, sondern wirklich die 600 Watt ins Netz zu geben. Das klappt wirklich richtig gut. Ich versuche auch mal demnächst noch irgendwann einen Screen Record zu machen und da vielleicht einen Short von zu machen. Also gerne Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr das nicht. Das ist auf jeden Fall eine positive Sache, die uns langfristig natürlich auch sehr, sehr viel Energie spart, dass bei so kleinen Sachen oder im Allgemeinen die Reaktionszeit deutlich verbessert wurde. Was auch noch richtig gut klappt und wovon ich jetzt auch was einblenden kann, weil ich es genau weiß, dass ich davon eine Aufnahme gemacht habe, ist die Ladung oder das Laden vom Stromnetz. Ich habe eine PV auf dem Dach. Und am Zendure auch noch ein paar Platten direkt angeschlossen. Und das gleichzeitige Laden klappt hervorragend. Ich kenne die maximale Kapazität noch nicht. Ich habe es nicht ausgetestet oder auch nicht gelesen. Vielleicht weiß es ja einer, da kannst du unten reinschreiben. Ich kann euch sagen, vom Stecker aus können 1200 Watt direkt in den Zendure Hyper 2000 oder in die Akkus geladen werden. Über den Hyper 2000 in die Akkus. Plus nochmal das, was vom Balkonkraftwerk kommt, das weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das in Summe sein kann, ob es die vollen 1800 plus die 1200 aus dem Stecker, also 3000 theoretisch sein könnten, weiß ich nicht, oder ob es vielleicht doch noch irgendwo gedrosselt ist. Klappt auf jeden Fall hervorragend, ich habe eine Aufnahme, da lade ich glaube ich gerade so mit, ich glaube in Summe, also Balkonkraftwerk plus das, was aus dem Netz kommt, 1400, 1500, ich weiß es nicht, ich blende es euch ein. Das klappt richtig, richtig gut. Ich habe quasi jeden Tag morgens 10, 11 Uhr ist mein Akku wieder voll. Und das hat halt viel damit zu tun, dass viel aus dem Netz kommt. So, sorry, ich muss mal einen Schluck trinken. Das sind die zwei Sachen, die mir richtig, richtig gut aufgefallen sind und das, was mir jetzt schon sehr, sehr viel Spaß an diesem Produkt macht. Ein negativer Punkt. Zendure hatte versprochen, dass man wählen kann zwischen der Nulleinspeisung und dem Durchlassen von Strom, wenn der Akku voll ist. Weil das macht ja vielleicht für den einen oder anderen Sinn. Oder einer möchte ein bisschen was für den grünen Abdruck tun, also ein bisschen seine CO2-Bilanz verbessern und schenkt dann CO2-neutralen Strom ins Netz. Wie auch immer. Jeder hat da seine eigenen Gründe. Da muss ich leider sagen, das funktioniert nicht so richtig. Es funktioniert mal, es funktioniert mal nicht. Da habe ich auch noch Aufnahmen zu. Da switche ich ein bisschen durchs Menü. Obwohl der Akku voll ist, schaltet sich kein Bypass an oder wie auch immer. Also ich habe schon im Bypass-Modus es gesehen. Manchmal lädt er nur bis 99%, geht dann in Standby. Manchmal lädt er dann bis 100, macht den Bypass an. Es ist verwirrend. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb das so ist. Ich denke, das ist noch eine Software-Sache, die noch nachgebessert werden muss und hoffentlich auch kann. Denn das ist einer von den zwei Punkten, warum ich die Kiste gekauft habe. Zum ersten halt wegen dem Laden aus dem Netz. Ich kann mit dem ungefähr 20
25 Watt Wechselverlust da leben. Da habe ich keine Probleme mit. Dafür produziert meine Dach-PV eigentlich mehr wie genug. Ich spare auf jeden Fall so jede Menge Geld. Das war mir wichtig. Und dass halt auch, wenn der Akku mal voll ist, dass das, was noch an Modulen am Hyper 2000 hängt, noch durchgelassen wird. Das war eigentlich auch noch ein zweiter Grund, zwar eher sekundär, aber ja, es ist sehr schade, dass das nicht richtig funktioniert. Ab und zu schaltet er um, ab und zu macht er nichts. Keine Ahnung, ich weiß nicht, an welchen Kriterien er das bemisst. Manchmal gucke ich um 10, 11 Uhr, dann ist er voll und wir haben Standby. Dann gucke ich eine Stunde, zwei, drei später auf einmal Bypass-Modus an und volle Lotte am Durchjagen. Eine halbe Stunde später steht er wieder auf Standby, obwohl sich nichts geändert hat. Also es war jetzt nicht so, dass er zwischenzeitlich mal entladen musste. Das war nicht der Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt oder warum es so ist, wie es ist. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein negativer Punkt. Der zweite negative Punkt ist, auch der Hyper 2000 geht gelegentlich in der App einfach offline. Bevor mir jetzt einer kommt mit änder irgendwas, das WLAN ist zu schwach. Nein, ist es nicht. Ich habe Ahnung, ich habe im ganzen Haus WLAN. Ich hab es auf verschiedenen Frequenzen versucht, mit verschiedenen Einstellungen. Es passiert immer mal wieder. Beim Hub 1200 war es schlimmer. Hier hatte ich bis jetzt zweimal. Aber auch wesentlich kürzer wie beim Hub 1200. Das ist der zweite Punkt, der mir noch negativ aufgefallen ist. Nervt mich ein bisschen, weil wenn man dann reinguckt und will gerade was gucken oder ich bin halt immer neugierig, wie läuft es mit der Stromentwicklung? Ist der Akku voll? Wie viel habe ich verbraucht? Und das ist nicht antreffbar. Dann nervt es einfach. Ja, das finde ich sehr schade, dass das nicht behoben wurde, dieser Fehler, weil es scheint ja irgendwie was zu sein, softwaretechnisch oder servertechnisch. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, da kommt noch einige Verbesserungen. Mich würde mal ganz doll interessieren, wie sind eure Erfahrungen mit dem Hyper 2000? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Habt ihr eine Frage zum Hyper 2000, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich habe euch den Hyper 2000 über Amazon verlinkt, wenn noch einer Interesse daran hat, auch die Akkus. Die sind vielleicht demnächst im Amazon Prime Days vielleicht ein bisschen günstiger, wer weiß. Also wer da über den Code kauft, unterstützt den Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, denn wenn wir es hinkriegen irgendwie, dass ich noch ein bisschen wachse, ein bisschen was mit dem Kanal noch einnehmen kann, dann würde ich tatsächlich gerne das Ganze noch im Cluster-Modus testen, also sprich einen zweiten Hyper 2000 kaufen und ja, das dann einfach mal testen, wie das funktioniert, ob das wenigstens das Versprechen hält, was angegeben wurde. Okay, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.